Moin Leute, was geht? Mein Name ist TotoGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem Hacker-Video-Spezial heute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch ein Hacker-Video-Spezial machen sollte, aber wir haben hier wieder eine Hacker-Lobby, die ja echt unterhaltsam ist, wie ich finde. Es sieht sehr merkwürdig aus, wie ich finde, sage ich jetzt schon. Und sowas habe ich auf der PlayStation 3 noch nie gesehen. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr davon, was ihr hier seht. Also sowas Verrücktes habe ich noch nicht gesehen. Und das ist wirklich krass. Hier werden die ganzen Autos gespawnt hier. Und das sind wahrscheinlich wieder aus dem arabischen Raum, die Hacker. Weil, ich weiß nicht warum. Weil sie keine Eier haben, die Araber. Aber die versuchen natürlich hier mit Hacken irgendwie ihren Status aufzubessern. Was natürlich da in den Ländern natürlich der Fall ist. Ich finde das natürlich scheiße, muss ich sagen. Aber ich finde es doch ganz schön unterhaltsam. Weil ich habe sowas bisher noch nie gesehen. Und jetzt müssen wir mal diesen bescheuerten kleinen Hacker muten. Zum Glück kann man das muten. Sonst wäre das ja furchtbar. Weil er sagt, dass ich meine Klappe halten soll. Und also sowas ist mir echt neu hier. Schaut euch das mal an hier. Der Ball zum Beispiel. Also das ist eher was für die für Zirkus Halligalli. So. Jetzt versuchen wir mal den hier zu rammen. Die hat auch so eine merkwürdige Waffe, die ich bisher noch nicht hier gesehen habe. Ist echt die verrückteste Hacker-Lobby, die ich bisher beigetreten bin. Was liegt denn da? Oh je, Leute von heute. Das gibt's ja gar nicht. Guckt euch mal dieses Auto an. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Und das ist auch der Hacker. XSAT502. Ich, das ist mit Abstand die größte Hacker-Lobby in Grand Theft Auto 4. Da merkt man schon, dass das alles verhackt ist und einfach furchtbar ist. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen näher bringen. Und ich sage einfach ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich sage ciao. Bis dann.